Yo Leute, was geht? Bevor ich mit dem Video anfange, noch mal eine kleine Erinnerung für euch, dass wir die Special Gold Elo Bootcamp Termine haben. Geht unten in die Beschreibung rein und dort findet ihr die Termine. Das sind Bootcamps, die speziell nur dafür da sind, um euch kurz vor Season Ende noch zu helfen, auf Gold Elo zu kommen. Wir haben schon ein Drittel der Plätze weg. Von daher, Leute, meldet euch dafür ziemlich schnell an. Wir wissen, es ist halt ein Spezialbootcamp. Es geht länger als andere Bootcamps. Es hat einen speziellen Trainingsplan. Und das Ziel davon wird es einfach nur sein, Leuten, die unter Gold sind, halt auf Gold zu helfen. Ja, aber okay, Leute, kommen wir zum Thema des Videos. Und zwar hat Riot vor, ich glaube, das ist schon eine Woche her oder so. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, so richtig darüber zu reden. Angekündigt, dass ein neues Feature kommen soll im nächsten Patch. Dieses Feature soll sein, dass ihr euren eigenen Chat ausstellen könnt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das gemeint ist, im Sinne von, ob man dann damit den ganzen Chat ausmacht oder ob man damit nur den eigenen Team-Chat ausmacht. Ich meine, es gibt ja bereits hier eine Funktion hier, wenn ihr auf Interface drauf geht. Runterscrollen und dann hier Show All Chat Matched Games. Ich meine, das ist jetzt an, weil es im Spectator ist, aber es gibt es auch in den normalen Games. Sodass man den All-Chat ausmacht, sodass man wenigstens nicht lesen kann, was der Gegner schreibt. Dass man jetzt dieses Feature auch für das eigene Team einbaut. Leute, ich denke mir, geil! So, jetzt muss ich nicht mehr Mute All und sowas machen. Aber technisch gesehen gibt es diese Funktion schon. Das Hauptproblem hier, welches ich sehe, Leute, nehmt euch mal kurz Zeit zum Nachdenken. Was für ein Spiel ist League of Legends? League of Legends ist ein Teamspiel. Das kommt einem vielleicht nicht immer so vor, wenn der eine sagt, er läuft die Mitte runter und der eine sagt Hurensohn oder was weiß ich auch. Aber im Großen und Ganzen ist League of Legends, egal ob ihr Solo spielt oder mit Freunden, immer ein Teamspiel. Daran werdet ihr nicht vorbeikommen, ja, denn wir müssen mit einem Team zusammenspielen. Jetzt denke ich mir, am Anfang dachte ich, cool, so kriege ich nicht mehr mit. Jetzt denke ich mir aber, Leute, wenn ich Bootcamp habe, wisst ihr, wie oft ich von den Leuten höre, ey yo, Silphy, meine Teammates, wenn sie mit mir kommunizieren, dann heißt es sowas wie, Digga, nerv mich mal nicht. Oder man kriegt gar keine Antwort. Ne, zum Beispiel sage ich ja immer zum Jungler, ey yo, Bruder, wenn du irgendwo ganken gehst, frag vielleicht mal vorher nach, ob der Gegner flashert. So, ist halt eine sehr wichtige Information. Klar, so, für mich als Jungler macht es viel aus, zu wissen, ob jemand Flash hat. Und dann kriege ich nicht mal eine Antwort oder ich kriege eine Beleidigung. Jetzt fördert Riot quasi, dass man nicht mal mit den Mates kommunizieren sollte. Ich meine, es gibt echt Menschen, für die ist das cool. So, die sind sehr leicht reizbar. Ja, oder vielleicht auch temperamentvoll, könnte man das auch sagen. Ich weiß nicht, ob temperamentvoll hier jetzt das richtige Wort ist, aber ich glaube, ihr solltet verstehen, was ich damit meine. Für die ist dieses Feature super. Stellt mir wiederum die Frage, wie viele Menschen sind das? Oder wie viele Spieler sind das? Wie viele Spieler haben ein, ich sag mal, Mental Boom Problem? Ja, sollte hier das richtige Wort sein. So, und jetzt passt auf. Ich könnte jetzt noch darüber weiterreden und ihr wahrscheinlich auch. Als Silphy, das ist eine gute Sache. Silphy, das ist eine schlechte Sache. Je nachdem, wie ihr die Sache seht. Aber ist die Hauptfrage hier nicht eigentlich, sollte, anstatt dass Riot fördert, dass man nicht mit seinen Mates kommuniziert, sollte Riot nicht eher fördern, dass man mit den Leuten kommunizieren möchte? Dass auch jeder mitmacht? Denn stellt euch mal vor, Leute, wenn ein Feature kommen muss, was gute Kommunikation aufhält, dann stelle ich mir doch die Frage, wie ist es überhaupt erst so weit gekommen, dass wir so ein Feature überhaupt erst brauchen? Das ist wie Lootboxen, ne? Wird ja jetzt auch gerade viel darüber geredet, dass irgendwelche Kinder 3000 Euro in FIFA ausgeben. So, und jetzt braucht man irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Okay, das kann man nachvollziehen. Aber doch nicht in dem fucking Chat in dem Videogame. Soll ich euch sagen, was Riot machen sollte? Also Leute, ich bin immer ein großer Fan von Kommunikation. Ja, ich finde einfach, es ist sehr wichtig. Wie im richtigen Leben. Ja, wenn man Stress mit Freunden hat. Wenn man Stress mit der Freundin hat. Zu kommunizieren ist wichtig, denn nur so kommt man weiter. Ich finde, Riot sollte nicht eine Möglichkeit geben, jemanden zu ignorieren. Also natürlich ist das immer eine gute Sache. Sondern Riot sollte eher fördern, dass die Leute reinschreiben. Als Beispiel, als reines Beispiel. Wir haben ja das Honor-System. Und Leute, sind wir ganz ehrlich, wen juckt es, ob ihr Honor Level 5 seid? Ich habe noch nie jemanden gehört, ich bin Honor Level 5. Ab dem Moment, wo ihr Honor Level 2 seid, ist auch jeder andere Mist scheißegal, oder nicht? Weil ab da bekommt ihr eure Rewards. Will man gerne haben.
So, da ist es egal, ob ich Honor 2 mit einem Punkt bin oder was weiß ich auch. Ich finde die Fähigkeit, also was heißt die Fähigkeit? Das chatten zu dürfen, sollte man sich verdienen. Und zwar über das Honor-Level. Und jeder, Leute, jeder, der ein scheiß Honor-Level hat, der darf, der kommt in Games rein, wo die Leute genauso ein Honor-Level haben. Hört sich jetzt vielleicht erstmal so behindert an, ja? Aber denkt mal drüber nach. Sagen wir mal als Beispiel, ab dem Moment, wo ihr Honor Level 3 seid, habt ihr das Recht bekommen, den Chat zu benutzen. Okay, Honor Level 3 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja? Aber nur fürs Beispiel. Das heißt also, wenn ich in Games reinkomme mit Leuten, die Honor Level 3 sind, dann sind das im Normalfall dann wohl auch alles Menschen, die richtig kommunizieren. Wenn ich jetzt aber, also ich würde dafür auch eine Grenze machen, ja, ich sag jetzt mal als spontanes Beispiel, diese Regel geht weg ab Dia 1, sage ich mal. Weil dort ist der, oder vielleicht auch generell ab Dia, denn dort ist der Spielerpool einfach kleiner. Ja, aber ich finde, das ist auch ein besseres Feeling. Wenn ich mit Leuten in ein Game reinkomme, die dasselbe Honor-Level haben wie ich, dann weiß ich wenigstens, Leute, die müssen nicht zwangsweise mit mir kommunizieren, okay? So, ich will nicht jeden dazu bringen, Sachen irgendwie in den Chat zu schreiben, denn sind wir ehrlich, nicht jeder ist dafür gemacht. Hört jetzt vielleicht blöd an, aber yo, es gibt auch Menschen, die irgendwie schüchterner sind oder sowas. Aber ich weiß wenigstens, Alter, das ist kein Hurensohn. Ey, ich weiß, das ist wenigstens jemand, der kommuniziert. Der tiltet mich nicht, der steht mir nicht im Weg. Leute, ich hatte gestern Games in Solo-Queue. Nach 5 Minuten ist reine Clown-Fiesta ausgebrochen. Anstatt, dass sich die Leute darauf konzentrieren, wie machen wir weiter, weil war nur der Fokus, wer ist der schlechtere im Game? Rek'Sai One-Trick, so bad. Und der Pike trifft nicht ein, Hook oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Rek'Sai geflamed worden ist, weil er One-Trick ist. Aber Chat sollte etwas sein, was gefördert werden sollte. Von mir aus auch mit irgendwelchen Rewards. Das jetzige Honor-Level ist scheiße. Es bringt nichts. Es ist einfach nur, krieg ich Rewards zu Season-Ende, ja oder nein. So, I don't know. Leute, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Ich finde einfach, vielleicht rede ich auch schon viel zu lange, also generell über mehrere Videos darüber. Ich finde, Chat sollte einfach etwas sein, was man positiv nutzen sollte und nicht, um Leute irgendwie muten zu müssen, eben weil sie kacke sind. Es ist eine Option, die uns Riot gibt, schön und gut, aber es ist nicht das, was wir wirklich haben sollten oder so. Aber ja, Leute, das war's auch von mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.